Schauen wir nochmal auf den Herrn Djokovic, ob der Tennisstar Novak Djokovic an den Australian Open teilnehmen darf. Ist letztendlich noch nicht entschieden. Es sollte heute eine Entscheidung geben, die ist aber erstmal ausgesetzt worden. Zumindest aber will er. Die Auslosung für das Turnier wurde verschoben, fand dann aber doch statt. Djokovic träfe, wenn er denn spielen darf, auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic, wenn er denn bleiben darf. Das ist die große Frage. Der mutmaßlich ungeimpfte Superstar hatte ja bei der Einreise falsche Angaben gemacht. Die australische Tageszeitung Herald Sun berichtet, dass sich die Behörden darauf vorbereiten, Djokovic auszuweisen. Man wolle keinen, Zitat, gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Serbiens Präsident warf Australien vor, Djokovic zu schikanieren. Barbara Barkhausen in Sydney. Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass es heute dann doch nicht mehr zu einer Information bzw. zu einer Entscheidung für oder gegen Djokovic gekommen ist? Leider nein, muss man sagen. Also bei uns in Australien hat sich heute tatsächlich nicht viel getan im Fall Djokovic. Es war wieder mal Warten auf Godot angesagt oder in dem Fall eben auf unseren Einwanderungsminister Alex Hawke. Und der lässt sich Zeit, der hat sich erneut nicht geäußert und hat auch nicht wirklich eine Erklärung abgegeben, warum das Ganze so lange dauert. Also gerade in der Opposition ist man hier inzwischen richtig sauer. Also das Ganze ist wirklich zum Politikum schon geworden hier in Australien. Und unser Oppositionschef, der Anthony Albanese, der nannte diese ganze Saga jetzt schon eine internationale Blamage. Naja, blamieren tut sich momentan eigentlich nur einer, Djokovic selbst, denn er ist teilweise verantwortlich für das, was da passiert. Wenn wir jetzt nochmal auf die Auslosung schauen, die ist ja gefallen. Djokovic zumindest aufgestellt, obwohl er gar nicht weiß, ob er spielen darf. Wenn er nicht spielen darf, wie ist denn dann das Prozedere? Gibt es da dann eine Regelung, wer an seine Stelle rückt? Also ich bin kein Tennisexperte, aber mein Verständnis ist, dass wenn der Djokovic tatsächlich ausfallen sollte, was ja auch durch eine Verletzung passieren könnte beispielsweise, dann würde der jeweilige Gegner dann automatisch in die nächste Runde vorrücken. Also es wäre jetzt kein größeres Problem, denke ich. Schauen wir noch mal auf die emotionale Komponente dieses Falles. Australien, die australischen Bürger, wie sehen die denn diese politische Geschichte ist es ja fast schon, Djokovic. Nun, viele sind natürlich nicht begeistert, dass sich das so lange rauszieht. Das sehen viele wirklich als ein bisschen eine Blamage. Aber die meisten sind schon verärgert mit dem Djokovic. Ja? Und Australien hat sich einfach in den vergangenen 2 Jahren extrem abgeschottet. Wir hatten hier sehr, sehr lange Lockdowns in den Großstädten, in Sydney und in Melbourne. Die Australier haben viele Opfer auf sich genommen, um eben die Todeszahlen gering zu halten. Und viele empfinden hier tatsächlich das Verhalten vom Djokovic, dass er sich nicht impfen lässt und natürlich auch diese ganzen kleinen Sachen dann, dass er dann mit Covid-Infektionen dann doch wieder nach draußen gegangen ist, sich nicht isoliert hat, die Ungereimtheiten auch mit seinen Einreiseformularen. Das empfinden viele als sehr dreist und als ein Schlag ins Gesicht. Also sie sind nicht direkt auf der Seite von Djokovic im Moment. Wir verfolgen den Fall in jedem Fall weiter. Barbara Barkhausen, recht vielen Dank nach Sydney.